Ja, vielen Dank. Mit dem Professor reden wir gleich wieder. Das Parlament ist weiblicher geworden. 36,3% der Abgeordneten sind jetzt Frauen. Und bei mir begrüße ich eine, nämlich Katrin Alpsteiger, eine CSU-Abgeordnete. Die CSU hat ihren Frauenanteil verdoppelt. Früher waren es 6, jetzt sind es 14. Und Frau Alpsteiger, Sie sind neu im Parlament. Sie sind auch bis letzte Woche noch JU-Vorsitzende in Bayern gewesen, die allererste Frau, die dieses Amt ausgeführt hat. Und ich habe eine schöne Geschichte gelesen, wie Sie politisiert wurden, nämlich Sie haben gekämpft für einen Briefkasten in Ihrer Heimatgemeinde. Und das hat dann so gut geklappt, dass Sie hinterher gesagt haben, Mensch, ich kann doch was bewegen. Tatsächlich, das war offen gestanden zwar nicht der richtige Einstieg in der Politik, sondern das politische Interesse, das war schon vorher da. Ich war in der Schule aktiv als Schülersprecherin, habe mich da bildungspolitisch eingesetzt. Und als ich dann zur Jungen Union gegangen bin bei uns im Ort, da haben wir tatsächlich für die Verlegung eines Briefkastens gekämpft. Das hört sich jetzt, wenn man hier im Deutschen Bundestag sitzt, wahrscheinlich ziemlich provinziell und kleinlich an. Aber das ist tatsächlich für viele, viele junge Leute der Einstieg ins politische Geschehen. Nein, gar nicht kleinlich. Wir hatten ja gerade den Herrn Zimmermann, der ist ja nur noch durch Zufall reingerutscht, weil man nochmal nachgezählt hat. Und das ist ja der Beweis, Politik funktioniert wirklich so von unten nach oben. Auf jede Stimme kommt es an. Und diejenigen, die Politik machen, müssen ja auch eine Botschaft haben, müssen sich mit irgendetwas identifizieren, müssen irgendwie politisiert werden. Bei Ihnen war es halt der Briefkasten und es ging ja weiter. 2010 auf dem Parteitag der CSU sind Sie aufgefallen durch eine flammende Rede gegen die Mehrheit sozusagen von Horst Seehofer und dem Parteipräsidium. Haben Sie dort argumentiert, kein Quorum für Frauen in der CSU. Warum das? Naja, beginnen sollte man ehrlich gesagt dabei, dass es um die sachpolitische Entscheidung ging und nicht darum, sich hier gegen irgendein politisches Establishment aufzuwiegeln oder so. Es ging eigentlich eher darum, dass ich für meinen Teil der Überzeugung gewesen bin, dass wir als Partei natürlich uns draußen demokratischen Wahlen stellen müssen. Und da schreiben wir ja dem Bürger auch nicht vor, wen er zu wie viel Prozent zu wählen hat. Und unser innerparteilicher Rekrutierungsprozess von Führungspersonal, der findet ja auch durch demokratische Wahlen statt. Das heißt, wir haben auch heute eine demokratische Wahl schon gehabt, indem wir den Präsidenten des Bundestags gewählt haben. Und genauso ist es in unserer Partei im Vorstand natürlich auch. Und deswegen bin ich der Meinung, dass einem niemand vorzuschreiben hat, ob er jetzt eine Frau oder einen Mann zu wählen hat. Und dafür habe ich mich eingesetzt, aus voller Überzeugung und nicht gegen irgendjemand, sondern für eine Sache. Horst Seehofer hat damals geschluckt, aber Sie sind ihm aufgefallen, das hat er dann wohl auch thematisiert und Sie sind auch anderen aufgefallen, denn das Fachmagazin Politik und Kommunikation hat Sie im Jahr 2012 zur Nachwuchspolitikerin des Jahres gewählt. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das bei der CSU-Jugend dann nicht mehr so gut geklappt hat, denn da sind Sie ja letzte Woche, Kritiker sagen, entsorgt worden, also Sie sind einfach nicht mehr angetreten und haben Ihren Nachfolger nach 4 Jahren gewähren lassen. Woran lag es Ihrer Meinung nach? Naja, das ist wahrscheinlich jetzt die falsche Frage an mich, denn das muss man im Zweifel den anderen stellen. Aber wir haben uns wirklich zusammengesetzt. Wir haben uns überlegt, wie wir die Junge Union in Bayern anders aufstellen können. Insbesondere deshalb, weil wir jetzt 16 Abgeordnete haben, die der JU Bayern angehören. Und das sind um einiges mehr, als es vorher der Fall gewesen sind. Das heißt, wir brauchten nicht mehr eine einzelne Person, die da sich vorne hinstellt, sondern wir konnten die ganze Geschichte jetzt auf mehrere Köpfe verteilen, uns komplett strategisch neu aufstellen. Ich jetzt im Bundestag, bin nominiert als stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union, als Bayerin und unser jetziger Landesvorsitzender, der ist gerade in den Landtag eingezogen und kann die JU Bayern von München ausführen. Also insofern könnte man sogar sagen, macht es richtig Sinn, diese neue Aufstellung. Ich glaube, der eine oder andere hatte vielleicht doch Schwierigkeiten mit einer Chefin, das ist man da nicht gewohnt. Es hieß auch in hämischeren Kommentaren, es lag am Führungsstil und sie würden an ihrer eigenen Karriere basteln und das sei jetzt ein Karriereknick. Ich will Ihnen mal das Gegenteil sagen, hier im Bundestag, das ist alles andere als ein Karriereknick. Welchen Bereich wollen Sie denn hier abdecken? Sie können sich ja vielleicht auch ein bisschen aussuchen oder zumindest mal reden mit Gerda Hasselfeld, wo Sie wohl, in welcher Ausschuss Sie wohl kommen könnten. Ich werde es in letzter Zeit häufiger gefragt, was ich ganz genau für einen Ausschuss machen möchte. Ich habe es bisher noch nicht verraten und ich würde es auch dabei jetzt belassen. Insbesondere deshalb, weil da natürlich viele Verhandlungen stattfinden. In welchen Ausschuss geht man rein? Gibt es vielleicht einen ganz bestimmten, wo man dann auch in der Lage ist, dann einen zu nehmen, der vielleicht nicht ganz so beliebt ist? Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, wer hier die Möglichkeit hat, im Parlament mitzubestimmen, ist es ganz egal letzten Endes, in welchem Ausschuss, solange man für seine Überzeugungen streitet. Und in meinem Fall jetzt auch natürlich für die junge und auch weibliche Generation eintritt. Katrin Alpsteiger, vielen Dank, herzlich willkommen hier in Berlin. Im Deutschen Bundestag kann ich nur sagen und viel Spaß dabei.